Mit dieser Technik finden wir sofort inneren Frieden und füttern damit gleichzeitig die gesamte Welt. Stell dir das mal vor. Einfache Technik, große Wirkung. Darum geht es in diesem Video. Schön, dass du da bist. Grundsätzlich meine Aussage, du bist Frieden. Wenn wir uns daran erinnern und wenn wir diese einfache Technik verwenden, dann sind wir sofort in dieser Frequenz des Friedens und füttern gleichzeitig die gesamte Welt. Es gibt Menschen, die sagen, jetzt muss man eine Friedensmeditation machen. Das kann man natürlich machen. Es geht allerdings einfacher. Jeder für sich kann jetzt eine einfache Technik verwenden und sofort Frieden bei sich selber und gleichzeitig bei anderen schaffen. Es ist unruhig geworden in Europa und viele Menschen haben Angst, dass das Ganze sich ausdehnt. Ganz wichtige Frage. Ist das jetzt aktuell, jetzt in diesem Moment, ist das der Fall? Jetzt nicht. Darum, vor was habe ich jetzt Angst? Ich habe Angst vor einem Bild in der Zukunft. Jetzt ist es ja nicht. Okay, gut, dann können wir diese Angst vor einem Flächenbrand relativieren und sagen, jetzt ist es nicht so weit. Was kann man nun tun, um jetzt sofort in den Frieden kommen, in den eigenen Frieden? Jemand hat einmal gesagt, alles ist miteinander in Verbindung, alles ist verwoben miteinander. Auch wenn man es nicht sieht, es stimmt. Wir sind alle miteinander in Verbindung. Und vielleicht hast du es selber schon mal erlebt. Du denkst an einen guten Freund oder an eine Freundin, vielleicht irgendwo weit weg, und genau dem Moment geht das Telefon. Ist das Zufall? Mittlerweile hat man nachgewiesen, es ist kein Zufall. Alles ist miteinander in Verbindung. Alles funktioniert impulsbasiert. Hier passiert ein Impuls und dort wird er erkannt und jemand geht in Reaktion. Wie können wir jetzt, fangen wir mal vorne an oder hinten an, wie können wir jetzt den Weltfrieden füttern und nähren? Indem, dass wir an das Zentrum gehen, wo der Frieden entsteht. Das ist bei dir, das ist bei mir, das ist bei jedem Einzelnen. Und diese drei Worte helfen dir, sofort in den Frieden zu kommen. Diese drei Worte kannst du in der Früh, mittags oder zwischendurch, wenn du merkst, jetzt kommt so ein Unfrieden daher, kannst du die verwenden, vielleicht zu dir selber sagen oder dich daran besinnen. Und kannst sagen, okay, jetzt mache ich das. Dauert ein paar Sekunden und du wirst merken, es wird sofort friedlich und ruhig. Und wenn alles miteinander verbunden und verwoben ist, dann strömt genau diese Energie, diese Frequenz automatisch gleichzeitig ins Außen. Wie ein Stein, den du in den See wirfst und die Wellen, die sich eben ausbreiten über den ganzen See. Alles ist miteinander verwoben und verbunden. Und diese drei Worte sind... Vorher habe ich gerade noch was anderes. Wenn wir so viel Leid und Unheil oder so viel Verwerfungen sehen im Außen, dann könnten wir sagen, mich betrifft diese Situation jetzt aktuell nicht. Darum könnten wir jetzt dankbar sein für das, was wir haben. Vielleicht bist du in der Situation, wo du sagst, du möchtest helfen, du möchtest beitragen, du möchtest spenden. Dann mach das. Mach genau das, was dein Impuls dir sagt. Dann ist es genau richtig. Allerdings könnten wir jetzt in die Dankbarkeit kommen und zu sagen, hey, Gott sei Dank sind wir da, wo wir sind und sind jetzt noch nicht in dieser Situation. Denn ob wir in diese Situation kommen, wird die Zeit zeigen. Jetzt, im Hier und Jetzt, ist es nicht so. Und diese drei Worte heißen, das kannst du in der Früh beim Aufwachen machen, am Abend beim Schlafen gehen oder tagsüber. Diese drei Worte heißen, ich bin Frieden. Und lass dir diese Worte auf der Zunge zergehen und vielleicht atmest du noch tief ein und gehst mit diesen drei Worten in einen tiefen inneren entspannten Zustand. Ich bin Frieden. Und du kannst gar nicht anders. Dein ganzes System kann gar nicht anders als die Frequenz, die Schwingung des Friedens annehmen. Und wir haben gesagt, alles ist miteinander in Verbindung. Alles ist miteinander verwoben. Und somit strömt dein Frieden, dein innerer Frieden nach außen
in die gesamte Welt. Stell dir das mal vor. Das Allerwichtigste ist, was du jetzt machst, was ich jetzt mache, was jeder von uns jetzt mit sich selber macht. Wir könnten unseren Fokus auf das Hier und Jetzt legen, auf das, was jetzt ist. Wir könnten in die Dankbarkeit gehen und wir könnten diese Frequenz, diese Schwingung des Friedens nähren, füttern, verstärken. Und gleichzeitig passiert das dann weltweit. Versuch's mal, probier's mal. Ich bin gespannt, wie es dir geht. Schreib mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr neugierig. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiat.